Probieren wir es nochmal mit der, nee, mit dem Rennen hier, mit dieser Folge. Mein Gott, jetzt. Na dann, auf Ich bin geht's. bereit. Danke, Imelda. Wir wollen die Olle Ganz ja wie irgendwann üblich. schlagen. Ab mit dir. Ohne dass ich es. Klar. Ich würde sie ja so gerne schlagen, aber die Olle, die hat aber auch ein Tempo drauf, ey. Was? Das ist nicht wahr, das kann nicht sein. Ich habe diesen Punkt erwischt. Warum habe ich den Punkt nicht erwischt? Nee, das geht nicht. Tut mir leid. Warum, ey? Ich hatte es aber nicht ver. Du musst dich schon mehr anstrengen. Ich verarsche dich ja hier die ganze Zeit. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Imelda Reyes, berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein. Hallo. Ja, komm. Ich bin bereit. Danke. Ich will dich ja nicht schlagen. Das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt zum fünften Mal oder sechsten Versuch. Sechsten. Nicht sein, ey, dass ich die Olle nicht krieg.
geflogen. Gut. Jawohl, endlich habe ich die Olle. 6 Sekunden habe ich, fünf, sechs Sekunden habe ich da abgenommen, also fast 6, 5. Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit. Aber freu dich nicht so früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Ehrgeiz liegt in deiner Familie? Ehrgeiz von deiner Familie? Kann man so sagen. Mein Vater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater? Naja, er war Jäger für Slytherin. Musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Wirst du diese Strecken weiterhin fliegen? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten. Aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Ja, einfach die Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Du machst unserem Haus Ehre. Pass gut auf dich auf. So. Nehmen wir mal kurz die beiden Blutegel hier noch mit und gucken wir mal ganz kurz eben auf die... Das war wohl Mr. Weeks bisher beste Verbesserung. Wir haben noch nicht mal 2.13, wie sollen die das schaffen? Ich meine, ich bin jetzt Vierter, aber wie soll ich denn 2.13, was sind das? Also das ist wahrscheinlich die... Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen? Darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihn mal besuchen. Ja, das... Sollten wir durchaus mal angehen, die Nummer. Also, wie gesagt, wie soll die da 2.13 schaffen? Also, sorry. Das sind Zeiten, die nicht zu schaffen sind in erster Linie. Aber gut, okay. Alles mitnehmen. Gut, wir reisen rüber nach Hogsmeade. Denn da ist etwas, was ich gerne. Warte mal. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, ich bin raus für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder bei Let's Play. Hogwarts Legacy und dann
Ja. So, dann mal kurz Weltkarte noch schnell mal öffnen. Warum auch immer ich jetzt... Wo will der denn da hin? Ach, da unten ist der. Oh, den Punkt können wir rausnehmen. Gut, jetzt bin ich raus. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschö, bis dann. Bis morgen. Tschüss.